vielleicht beim Zwimmen auf das Riechen. Hey, hey! Hallo, Leute! Ich bin der Drew. Und ich bin der Clemens. Lass uns lieber mal ein Stückchen rangehen. Einfach wegen des Sounds. Ich weiß gar nicht, wie gut das mit dem Hall ist. Man hört vielleicht, hier ist ein bisschen Hall. Man sieht vielleicht, der Raum ist kein typisches Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Büro. Ja, das kommt aber darauf an, wo du arbeitest. Es kommt immer darauf an, wo man arbeitet. Und heute sind wir an einem Arbeitsplatz für beispielsweise Putzfrauen, richtig? oder auch Sportlehrern. Ja, denn wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, wir sind hier in einer Turnhalle. Um genau zu sein, sind wir in der Turnhalle von unserer gemeinsamen Grundschule. Oh Mann. Ja. Die Schule hat sich weit entwickelt. Inzwischen sind wir beide in der 12. Klasse. Und ich persönlich bin gerade richtig abgefuckt. Ich habe momentan tatsächlich Zeit für gar nichts. Das ist richtig eklig. Ich gucke sogar inzwischen immer schon auf die Zeit, um zu wissen, ah, scheiße, ich habe ja wirklich keine Zeit mehr für irgendwas. Dass dieses Video jetzt hier zustande gekommen ist, da bin ich echt ganz froh. Ich hätte nicht gedacht, dass das dazu kommen wird, dieses Format hier, Talk. Was ich gleich kurz definieren werde, ist schon sehr lange in Planung, habe ich mehrfach schon in Videos gesagt, hat wahrscheinlich eh keiner mitbekommen. Die hört ja keiner zu. Das ist vollkommen richtig, weil ich ein Arschgesicht bin. Ja, guck dich an. Ich will mich in deiner Brille, die spiegelt nicht. Ich muss mich da angucken. Hallo. Alter, meine Haare liegen richtig scheiße, aber es ist egal. So, was ist Talk? Talk ist folgendes. Erstmal Talk, T-A-L-K, heißt nicht einfach nur Talk, nein, es hat auch eine zweite Bedeutung. Weißt du es noch? Reden. Reden. Nein, Talk, da steht natürlich jeder Buchstabe für etwas. Wir reden hier von der themenbezogenen, allwöchentlichen, langen Konversation. Das bedeutet erstmal, ihr werdet dieses Video nicht kurz nach Aufnahmedatum sehen, weil ich ein bisschen vorproduzieren muss. Wie man an dem A von Talk hört, ist es allwöchentlich. Ich werde jede Woche einen anderen Partner ranholen. Irgendwann kommen dann wiederholt mal wieder welche dazu. Das heißt, es ist noch möglich, dass ihr das da nochmal seht. Beziehungsweise uns hier gemeinsam als Pack voll Scheiße. Nee, nur mich. Bitte, dein Video. Ja, okay, gut, dann machen wir das jetzt. Hallo, ich bin wieder da. Also, themenbezogen ist logisch, es ist ein... Alter, ich bin übrigens auf das Steißbein irgendwie geknallt oder so. Keine Ahnung, ist egal. Es ist zu einem Thema. Zu einem pro Video. Jede Woche. Lang. Und reden. Konversation. Talk. Das Thema haben wir uns meistens recht spontan überlegt. Heißt vielleicht ein, zwei Tage vorher. Viel mehr nicht. Und wir haben uns noch nicht ausgemacht, worüber genau wir reden. Wir haben uns ein Thema ausgemacht. Und das seht ihr auch in der Überschrift. Denn es ist... Unser Schulsystem. Unser Schulsystem. Ja. Und dem Gast gewähre ich jetzt den Vortritt. Okay, also 12. Klasse, wie du schon gesagt hast. Ich bin eigentlich dafür, auch wenn mich dafür jetzt wahrscheinlich die ganzen Leute hassen werden, dass ich eigentlich wirklich 13 Jahre zur Schule gehen möchte. Ich auch, ja. Also nicht das G8-System, glaube ich. Bullshit. Weil, naja, es ist halt,
auch wenn es jetzt nicht so extrem stressig ist, dass ich jetzt wirklich gar keine Freizeit mehr habe, aber ich hätte trotzdem irgendwie noch ganz gerne ein Jahr, wo man halt sich in der 11., ich sag jetzt mal, ausruhen kann, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen kann und nicht gleich erste Note ab der 11 geht ja gleich ins Abitur ein sozusagen, genau. Was du dann letztendlich für einen Schnitt hast. Und da, ja, weil man sich, man muss sich ja wirklich am Anfang der 11. richtig Mühe geben, wenn man jetzt halt von mir aus Medizin studieren will, wo du halt eine Numerus Clausus von 1,2 brauchst, mindestens. Das ist krass. Ja, die Numerus Clausus-Geschichte ist eh sowas für mich. Ja. Also ich stimme auf jeden Fall da vollkommen zu. Ich finde diese 12 Jahre auch richtig beschissen. Wenn ich mal so vergleiche, zum Beispiel mein Bruder, der hatte noch 13 Jahre und wie vergleichsweise angenehm das bei ihm wirklich war. Und er hat sich wirklich ordentlich dran gewöhnen können damals. Das ist einfach scheiße. Und ich habe das auch ganz am Anfang total falsch eingeschätzt. In der 11. dachte ich noch so, ja, das wird richtig chillig. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, auch ständig Freistunden. Und wenn mal ein Lehrer ausfällt, bekommen wir nicht mehr irgendwie Sonderaufgaben oder Vertretung, nicht mehr Vertretung, sondern höchstens Sonderaufgaben oder Ausfall halt. Die dann eh keiner macht. ja, aber es ist wirklich zu einem Horror gewesen. Ich bin momentan wirklich, geworden meine ich erstmal. Die 11. Klasse war noch recht chillig, der erste Teil der 12. war eigentlich auch okay. Aber jetzt momentan, dazu kommen wir dann gleich, Thema Seminararbeit, ist nämlich richtig befickt, zumindest für mich momentan. Und meine Mitschüler, wir gehen übrigens an verschiedene Schulen, nur mal so. Also das heißt, es kann ja noch ein paar Differenzen geben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses System momentan mir persönlich richtig viel Zeit raubt. Also ich bin jeden Tag, außer Freitag, nach der 8. Stunde erst mit Unterricht fertig, Montag bis Donnerstag. Dann fahre ich noch eine Stunde Bus. Ich bin jeden Tag ca. 17 Uhr zu Hause. Dann noch irgendwas für die Schule machen, dann noch für irgendeine Klausur, Arbeit, Vortrag, was auch immer lernen. Und ich komme meistens wirklich erst zwischen 20 oder frühestens 20 Uhr bis 21 Uhr ungefähr dazu, überhaupt was Privates so für mich zu machen. Dann habe ich Donnerstag und Freitag immer noch Training. Eine Zeit lang war auch hier Training, aber dazu kommen wir in einem anderen Video. Dann kommen nicht wieder mit mir. Möglicherweise. Und ja. Wie sieht das bei dir aus mit der Zeit? Naja, also ich habe erstmal nicht nur 8 Stunden, ich habe Montag und Mittwoch 8 Stunden insgesamt, Dienstag und Donnerstag habe ich 7 und, nee halt, Dienstag und Freitag habe ich 7 und Donnerstag habe ich 6. Wann hast du deine Freistunden? Stellen wir das mal direkt hier Dienstag rein. Dienstag, die ersten beiden Stunden habe ich frei. Also da darf ich praktisch ausschlafen. Achso, also du hast nur... Ich habe nur 2 Freistunden, ein Block halt frei sozusagen. Alles klar. Ganz kurzer Einwurf, bei mir ist das Mittwoch die ersten beiden und Freitag die ersten beiden. Also bei mir sind es 2 Freiblöcke. Ja. Aber bei uns kommen dann halt noch sämtliche Nachmittagsaktionen, also bei mir zumindest kommen noch sämtliche Nachmittagsaktionen dazu. Das ist halt einmal Theater. Ich gehe ja ins Lehrer- und Schülertheater bei uns, nicht? Das ist halt... Finde ich gut. Nee, wirklich. Du bist eingeladen zur Premiere dieses Jahr. Das ist halt für mich momentan nur noch dienstags, aber halt auch nach der 7. Stunde. Und das geht dann auch bis 16.30 Uhr. Und ich muss ja auch noch bestimmt noch eine Stunde Bus fahren. Mhm. Und 16.30 Uhr fährt jetzt auch nicht gleich ein Bus. Ja, das Problem habe ich auch. Kommt auch noch alles dazu. Dann natürlich auch noch sämtliche andere Freizeitaktionen, also Volleyball, 3-mal in der Woche habe ich ja noch. Oder 2 bis 3-mal, je nachdem. Crazy. Und ja, das häuft sich dann schon noch, wenn dann halt noch so Sachen wie Seminararbeit, wie du schon gesagt hast, anderer Leistungsnachweis, sonstige Hausaufgaben, irgendwelche Vorträge dazukommen. Und um nochmal aufs Theater zurückzukommen, in 4, 5 Wochen, beziehungsweise dann nach den Weihnachtsferien, werde ich dann auch Wochenendproben teilweise haben. Oh. Wo ich dann wirklich Samstag und Sonntag auch in der Schule bin. Cool. Sehr cool. Ja, also bei mir ist Nachmittag wirklich nicht viel an Freizeitaktivitäten, weil mir da auch einfach, glaube ich, die Zeit irgendwie momentan fehlt. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, donnerstags war hier immer Volleyballtraining. Ja. Das ist jetzt hier erstmal nicht mehr, leider. Aber dann habe ich Donnerstag und Freitag noch anderes Training, da komme ich übrigens auch gerade her, denn heute ist Donnerstag.
Wir haben die Halle hier noch, aber... Nicht mehr lange, leider. Ja, deswegen drehen wir hier jetzt gerade dieses Video. Ja, Theater ist bei uns ein Schulfach an unserer Schule. Das ist auch zum Beispiel, glaube ich, ein Unterschied. Oder habt ihr das auch? Ja, es gibt auch. Wir haben, also einerseits haben wir halt Theater als Schulfach. Das könntest du ab der 9. wählen. Beziehungsweise DS dann bei uns, darstellendes Spiel. Bei uns DSP, aber auch darstellendes Spiel. Und freizeitlich kann man dann halt aber noch sozusagen in die AG Lust, also Lehrer- und Schülertheater, Lust eintreten. Ja, das ist dann immer sehr komisch, wenn du sagst, ich gehe jetzt zur Lustprobe. Oder letztes Jahr hatte ich ja eine, da habe ich ja, letztes Jahr habe ich ja den Bruder gespielt und ich hatte eine Schwester logischerweise. Und, ah, und dann hattest du wieder Lust auf deine Schwester. Nee, und dann habe ich praktisch gesagt, ja, ich habe jetzt Lust mit Sarah. Das klingt durchaus sehr... Lustig. Mysteriös. Nee, lustig. Ich habe aber nicht gelacht. Ja, also man sieht, es gibt natürlich auch Unterschiede hier an den Schulen, egal wie nah sie auch aneinander dran sind, aber das ist, denke ich mal, ganz normal. Letztendlich werden wir trotzdem dieselben Abiturprüfungen erhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Bekommt ihr ja das ganze Bundesland? Die gleichen Tage, die gleiche Uhrzeit, das ist dementsprechende Fach, was du schreibst, und ja, die gleichen Aufgaben. Und wenn man das, also jetzt nur mal ganz kurz ein kleiner Vergleich. Momentan ist es so, in der 12.1, wir schreiben in jedem Abiturfach, das heißt in drei schriftlichen, also in drei Leistungskursen und einem Grundkurs, genau, Abiturprüfungen bzw. Klausuren jetzt. Und die haben, also die sind unter Abiturbedingungen. Das bedeutet, die drei Leistungskursfächer schreibt man 270 bis 315 Minuten. Das sind also ca. 4,5 Stunden bis 5 Stunden und 15 Minuten. Ich komme heute gerade vorm Training aus meiner Deutschvorprüfung. 315 Minuten. Ich aus Mathe. Er aus Mathe. Und 315 Minuten Deutsch schreiben ist kacke. Ätzend. Es ist wirklich. Also es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Die Zeit vergeht tatsächlich. Aber trotzdem. Ich habe das erste Mal so richtig intensiv auf die Uhr geguckt, da waren gerade 2,5 Stunden rum. Ich dachte mir, okay, ich bin ungefähr zur Hälfte fertig mit dem Stuff, aber trotzdem noch 2,5 Stunden hier sitzen, nachdenken und vor allem schreiben. Ist echt. Ja gut, das ist jetzt, es geht. Ich meine, nach meiner deutschen PV-Klausur hatte ich dann in meinen Zeigefingern eine Beule vom Schreiben. Oh. Aber die Wand ist auch egal. Aber was ich halt... Ich denke, wenn du hast ja wirklich an jeder Schule, in jedem Fach die gleiche Abiturprüfung, aber du hast ja Lehrer, die dich alle unterschiedlich darauf vorbereiten. Genau, das ist das. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Ich, Physik zum Beispiel habe ich in der Sek 1, stand ich immer auf 1 oder zumindest 2 sowas in der Dreh, also eigentlich richtig gut. War bei mir auch so. Und jetzt habe ich halt einen scheiß Lehrer in Physik und seitdem bin ich einfach nur scheiß in Physik und der macht mich doch ständig an, dass er mich doch mal als guten Physikschüler gekannt hat. Und deswegen schreibe ich auch in Physik kein Abitur. Ja, ich auch nicht. Also ich habe auch Physik als Leistungskurs, aber schreibt da kein Abitur. Und das mit den Lehrern, das ist richtig guter Punkt. Ich kann da jetzt auch nochmal ein ziemlich perfektes Beispiel nennen. Das ist Deutsch. So, wir haben mehrere Deutschlehrer und Lehrerinnen an der Schule, was wahrscheinlich logisch ist. Und es gibt so zwei, die haben sich so richtig in den Kragen. Die mögen sich so wirklich gar nicht. Echt, sowas gibt's bei euch? Ja. Also bei uns kriegen das die Schüler zumindest gar nicht mit. Das finde ich zumindest nicht schlecht. Wir kriegen es auch nicht mit, aber wir wissen es von unserer Deutschlehrerin. Ach so, okay. Und die, mit der ich jetzt die ganzen letzten Jahre hatte, also ich glaube 8., 9. und 10., im Prinzip mit die wichtigsten, wo sich so ein richtig ausgereifter Schreibstil und so entwickelt. Da hatten wir mit einer von diesen beiden Lehrerinnen, haben gelernt, wie man alles schreibt, wie man so die besten Einleitungssätze macht, wie man an die ganzen Aufgabenstellungen rangeht und so. Und jetzt kommt die andere Lehrerin, die Feindin, mit der habe ich jetzt sozusagen Deutschleistungskurs. Und die hat mich jetzt richtig am... Weil die weiß, ich hatte vorher bei der Lehrerin. Und die sagt, nein, diese Methoden sind scheiße. Und wenn ihr diese Methoden anwendet, gebe ich euch schlechte Noten. Und so habe ich wirklich in der 11. Klasse richtig Probleme gehabt, in Deutsch gut zu sein. Ich stand in Deutsch immer 1 oder eine gute 2 und stand tatsächlich in der 11. Klasse in Deutsch 8 Punkte. Das ist, glaube ich, eine glatte 3. 3 minus. Ne, 7 ist 3 minus. Nein. Doch. Nicht? 11 ist eine glatte 2. Ja. 10 ist eine 2 minus, dann hast du 9 eine 3 plus, 8 ist eine 3. Scheiße, du hast recht. Ja, aber das Punktesystem finde ich gut. Wenn man so am Rande. Das ist nicht schlecht, ja.
Vor allem, weil es ein bisschen einfacher als in der Sek 1 ist. Ja. Weil du hast halt, also für eine 1 in der Sek 1 brauchst du mal 96% richtig, und von der vollen Punktzahl. Das hast du halt für eine 1, brauchst, kannst 90. du bis 85% haben, dann hast du halt eine 1 minus. Nee. Achso, 1 minus, ja, ja genau. Dann 90 ist eine glatte 1 und 95 ist eine 1 plus, was damals noch nicht mal eine 1 war. Das ist schon echt gut, aber entsprechend sind halt trotzdem die Anforderungen höher. Das ist natürlich vollkommen logisch. Ja. Aber was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde, ist, das geht auf den Bereich der Gesellschaftswissenschaften, also der Fächer PB, Geschichte, Geografie. Psycho. Ja gut, das zählt jetzt da nicht so mit rein, im Sinne von... worauf ich jetzt hinaus will. Ach, und zwar, du hast halt, du behandelst in PB einmal die DDR, politisch gesehen. Mhm. Du behandelst sie in Geschichte nochmal, geschichtlich gesehen, wie auch immer, halt historisch. Mhm. Ja, verstehst du, was ich meine? Warum macht man nicht eigentlich ein Fach, was man dann eventuell auch von mir aus 4 oder 5 Stunden in der Woche haben kann? Mhm. Was sich halt allgemein irgendwie Gesellschaft oder so nennt, wo du halt Geschichte, PB, sowas ein bisschen gemischt hast, weil das gehört ja irgendwo halt immer zusammen. Ist echt logisch eigentlich, ja. Da sitzt nämlich gerade eine Lehrerin von mir dran, meine PB-Leistungskurslehrerin. Die ist echt gut übrigens. Und die versuchen da einen Lehrplan für aufzustellen, also dass du halt nicht alles doppelt behandelst. Das ist ja auch mit dem Holocaust. Du hast im PB den Holocaust, du hast ihn in Geschichte, du hast ihn in Musik, du hast ihn in Deutsch. Und eventuell nochmal in Englisch angerissen. Warum denn? So, das ist definitiv ein gutes Thema. Das könnte man, also wenn man da was erreicht, wäre das echt cool, weil das finde ich auch unsinnig. Ich muss sagen, ich habe diese ganzen Fächer nicht. Also was hattest du als drittes genannt? PB-Geschichte? Und na, die Gesellschaftswissenschaften sind PB, Geschichte und Geografie. Eins davon musst du eigentlich haben. Ja, und zwar, also PB und Geografie habe ich nicht. PB... wollte ich nicht und Geografie gibt es bei uns keinen Kurs, weil das niemand gewählt hat. Das heißt, du hast Geschichte-Leistungskurs. Ich habe Geschichte-Grundkurs, weil ich Bio- und Physik-Leistungskurs habe. Okay, alles klar. Zwei Naturwissenschaften, das war übrigens echt ein Fehler, aber es wäre genauso ein Fehler für mich gewesen, Geschichte-Leistungskurs zu machen. Deswegen, ich bin so zufrieden. Ich schreibe in Bio-Abi, Deutsch, Englisch und Psycho, falls ich das noch nicht gesagt habe. Nur mal so am Rande. In welchen Fächern schreibst du nochmal Abi? Deutsch, Englisch, Bio... Leistungskurs und Psychogrundkurs, also mündliche Prüfungen. Aber es ist wirklich, also dieser Unterschied, wenn ich jetzt so zurückblicke, auch wenn ich in niedrigere Klassen hier, was weiß ich, 9. oder so, ich kenne einige Leute aus der 9. bei uns an der Schule zum Beispiel, und wie ich so reingucke, wie süß das alles noch war. Und wenn ich dann so zurückdenke, hier hatten wir damals Sport, hier in dieser Halle hatten wir immer Sport, jede Scheißwoche. Und da drüben im Schulgebäude hatten wir Unterricht. Und es war so knuffig. Erste Klasse, da warst du Mittag noch zu Hause, da hast du dann... Oh ja, drei Stunden freitags, Alter. Bist du nach dem Mittagessen nach Hause gegangen zu deiner Oma und hast Digimon geguckt. Gut, ich nicht. Meine Omas wohnen hier nicht in der Nähe, doch eine, aber da bin ich nicht so häufig... Aber trotzdem, es war halt echt, keine Ahnung, man hat auch früher immer so gesagt, ja, kein Bock auf Schule irgendwie. Aber ich, also wenn ich jetzt nochmal einfach aus Spaß in die erste Klasse könnte, ja, warum nicht? Was ich nochmal ansprechen wollte unbedingt, und zwar, ich bin eigentlich dafür, dass das Schulsystem an sich bundesweit geregelt ist. Okay, ja. Weil du hast in jedem Bundesland, das hat sein eigenes Schulsystem. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Brandenburg, haben wir 4 Leistungskurse und ein paar Grundkurse. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Nee, nicht 4, 5. 5, Entschuldigung. Ja. 5 Leistungskurse, 4 Stunden pro Woche und... 11 minus 5 minus Seminarkurs macht 5. Ja, und noch ein paar Grundkurse, ist ja egal jetzt, wie viel. Und in Bayern zum Beispiel, sieht schon wieder ganz anders aus, wisst ihr? Ja. Und wenn du hier in Brandenburg ein 1-1er-Abi hast, wenn du nochmal nach Bayern gehst, dann lachen die dich da aus. Ja, genau, das ist halt. Das finde ich die Scheiße. Richtig, und du lernst halt überall irgendwo was anderes, wisst ihr? Ja. Zwar letztendlich immer noch genug, dass du aufs Abitur vorbereitet wirst. Ja. Aber eben, ja, deswegen bin ich eigentlich für ein bundesweites, zumindest Abitur. Das wäre zumindest erstmal ein Anfang, damit man da irgendwie in eine gute Richtung gehen kann. Weil es ist echt wirklich scheiße. Ich meine, das Abitur hier ist wirklich nicht unbedingt einfach.
Und dass man, dass es dann woanders nicht so hoch angesehen ist, finde ich auch einfach scheiße. Nur mal so. Also ich weiß zum Beispiel von meinem Cousin, dass es in Bayern, dass da wahrscheinlich noch schwerer sein muss. Also der ist jetzt auch nicht blöd oder so. Aber er hat halt trotzdem manchmal erst von der Klausur nach Hause gekommen mit 5 Punkten. Boah. Gut, ich auch schon mal mit 0 Punkten, aber es hat andere Gründe. Mit deinem scheiß Handy auf dem Gang, Alter. Wie kann man so behindert sein? Mann, ohne Mist. Ich zieh mir jetzt meinen Pullover an. Nicht, weil mir kalt ist, sondern weil ich das möchte. Ja, er zeigt mich sogar in der Haut. Zumindest nicht, wenn deine Diener dabei sind. Geh weg. Okay. Ja, was wollte ich noch ansprechen? 2 Sachen fallen mir noch ein. Erstens, Seminararbeit. Seminararbeit. Das ist auch richtig krass, wir haben da vorhin drüber geredet und allein, wie ich jetzt gehört habe, die dürfen teilweise zu 4 schreiben. Und nein, das ist jetzt unserem speziellen Seminarkurs geschuldet. Okay, und müssen da insgesamt, egal wie viele sozusagen schreiben, also wahrscheinlich kommen sie mit 15 durch, wahrscheinlich kommen sie auch mit 30 durch. Ja. Wir dürfen maximal zu 2 schreiben, bei uns ist es so, wenn wir allein schreiben, müssen wir 15 Seiten Minimum schreiben, wenn wir zu 2 schreiben, 25 Seiten. Ja, und es ist jetzt momentan so, dass ich halt, also wir haben das seit einem Jahr oder so jetzt auf, wir müssen es in 3 Wochen abgeben und ich fange, also ich habe dann jetzt bald mal an. Ich habe letzte Woche angefangen und deswegen sitze ich jetzt auch wirklich jeden Nachmittag dran, außer heute und ja, es ist eine Scheiße, wirklich. Und dann höre ich heute von einer Neuntklässlerin, dass die in der Facharbeit 5 bis maximal 8 Seiten schreiben dürfen. Und ja, ich denke mir, okay, ich habe damals auch nur, was weiß ich, 9 oder 10 Seiten geschrieben, aber ich schreibe jetzt verfickte 25! Sorry. Das ist bei uns auch sehr lustig. Wir schreiben ja Seminararbeit und den anderen Leistungsnachweis noch. Ja. So, der andere Leistungsnachweis geht, glaube ich, halt in einem Fach zu einem Drittel in die Gesamtnote ein. Genau. Und die Seminararbeit ist halt Seminarkurs, ist klar. Mhm. Und jetzt, die praktisch jetzt ein Jahr unter uns sind, also die jetzigen 11., müssen, glaube ich, nur noch die Seminararbeit schreiben. Genau, und die 12er vor uns mussten nur den ALN schreiben. Ja, genau so was bei uns auch. Und wir Spasten dürfen wieder beides schreiben. Ja, wir sind so ein scheiß Experimentierjahrgang. Ich finde das richtig eklig. Ganz ehrlich, wir sind zwar nicht die Ersten mit dem 12-Jahres-System, ich glaube, wir sind die Dritten oder Vierten. Die Dritten oder Vierten müssen, ja. Aber auch das funktioniert halt nur so halbmäßig, wie wir schon gesagt haben. So, und was ich generell noch zum Schulsystem sagen wollte, wir sind jetzt fast schon bei 25 Minuten, krasser Scheiß. Echt? Ja. Was ich da sagen wollte ist, was jetzt wahrscheinlich durch Medien und so, durch diesen komischen Bericht von der Ollen da einmal auf Twitter oder was das war, durchgegangen ist ordentlich. Das hab ich gar nicht mitgekriegt, was war denn da? Ist es schon ein Weilchen her. Ach so. Da hat sich eine halt beschwert, indirekt, dass sie in der Schule überhaupt nicht aufs Leben vorbereitet wird. Heißt zum Beispiel, sie hat da so speziell genannt, dass sie überhaupt nicht weiß, wie sie irgendwann mal Steuern bezahlen muss. Richtig, ist richtig. Muss und, so. Und ich weiß es auch nicht, wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt momentan, ich bin 18 Jahre alt und ich habe wirklich sozusagen keine Ahnung vom Leben. Ich weiß, okay, wie ich mich bei einem Studium bewerbe, aber keine Ahnung, ich weiß nichts von Steuern, ich weiß nichts von Versicherungen, Miete, was weiß ich für Rechnungen. Und ich habe nicht mal eine Ahnung, an wen ich mich da wenden kann oder so, außer vielleicht Steuerberater bei Steuern oder sowas, aber das ist wirklich ätzend. Also. Na, ich habe halt ein bisschen Glück, weil ich habe halt privat schon so ein bisschen mit so Dokumenten halt zu tun, wisst ihr, also im Sinne von, ich musste auch schon ein paar Mal so einen Mist halt ausfüllen. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, weil wenn man jetzt einen Steuerbescheid ausfüllt, auch keine Ahnung, was man alles von abziehen kann. Ja, also es ist, das wäre eigentlich was für ein VAT-Unterricht, finde ich. Ja. Aber im VAT-Unterricht lernst du erst mal ein halbes Jahr nochmal neu schreiben. Also ordentlich schreiben ist wichtig, weil aber trotzdem. Okay, das haben wir in VAT jetzt nicht gelernt, aber. Okay. Wir haben dieses technische Zeichenschrift gelernt, weißt du?
Echt jetzt? Ja. Seid ihr behindert, Alter? Aber, ja gut, keine Ahnung. Das ist das Leben. Ist das Regen oder ein Tier? Ich würde sagen Laub. Gut erkannt. Ja, sowas kann ich noch sagen. Morgen habe ich frei, weil ich nächste Woche die mündliche Englischprüfung habe und wir den Tag als Vorbereitungstag bekommen. Du Hurensohn. Habt ihr nicht? Nee. Ja. Dafür habe ich nächsten Mittwoch frei, weil da schreiben die ganzen anderen Englisch. Ich habe übernächste Woche Montag frei, weil da alle Mathe schreiben. Und da habe ich halt kein Mathe. Ich schreibe halt kein Mathe. In unserem Kurs ist das wirklich. Aber wir haben da sowas erwischt. Sehr blöd. So. Fällt dir noch was ein? Spontan? Ich mag Lasagne. Das bringt mein Weltbild durcheinander. Nee, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe jetzt wirklich, also. Das hat jetzt. Damit hat es jetzt so weit getrieben. Tschüss. Es regnet. Mir noch egal. Nee, du brauchst gar nicht kommen. Du brauchst gar nicht kommen. Oh nee, das sind Menschen. Das sind Menschen. Es regnet. Es regnet. So, liebe Leute. Nee, mach nochmal. Das war jetzt also erstmal die erste Runde Talk. Die Kamera ist gerade sehr schief, aber das ist mir jetzt egal. Ihr könnt ja mal sagen, wie euch das Format so generell gefallen hat. Das wird jetzt, wie gesagt, wöchentlich kommen. Von euch aus gesehen, für mich aus gesehen jetzt noch nicht, weil ich momentan nicht genug Zeit habe, das aufzunehmen. Ihr werdet das dann wahrscheinlich ab 2016 sehen, oh. Wie ihr gerade vielleicht seht. Vielleicht auch nicht. Ah, vielleicht sehen sie es ja auch erst 2017. Ja, wie gesagt, bisschen Talk. Es kann sein, dass es manchmal nur 15 Minuten geht. Es kann sein, dass es manchmal auch 40 Minuten geht. Ich würde den Ausschlag lustig. Wir wissen das noch nicht. Die nächsten paar Male wird dieser Monsieur dann erstmal nicht dabei sein. Es kann aber sehr gut sein, dass das irgendwann nochmal der Fall sein wird. Ja, dann war's das. Wenn ihr irgendwas zum Thema Schulsystem zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Dafür ist diese Box da. Genau. Und, liebe und Leute, Themenvorschläge. Und Themenvorschläge. Das ist sehr wichtig auf jeden Fall. Ich meine, notfalls kommen wir auch auf eigene Themen. Wir haben auch schon so 1, 2, 3 noch vorgeplant, oder ich zumindest. Aber sowas ist immer gern gesehen. Und da sind vielleicht auch manchmal Dinge dabei, auf die man so gar nicht gekommen wäre. Genau. Also dann. Das war's für heute. Und ciao. Schreibt es in die Kommentare. Dafür ist diese Box da. Genau. Und liebe Leute, Themenvorschläge. Und Themenvorschläge. Das ist sehr wichtig auf jeden Fall. Ich meine, notfalls kommen wir auch auf eigene Themen. Wir haben auch schon so 1, 2, 3 noch vorgeplant. Aber du hast es immer gern gesehen.